Liebe Freunde des Handballsports, ich bitte euch jetzt kurz um eure Aufmerksamkeit für unser heutiges Trainergespräch. Kurz zum Spiel. Wir haben heute vor 600, bei einer gut gefüllten Schauhalle, vor 600 Zuschauern gespielt. Spiel TSV Heukai gegen die Rhein-Neckar Löwen 2. Halbzeitstand 16:15, Endstand 37:32. Ich begrüße zu meiner Linken den Gästetrainer Michel Ab und zu rechten unseren Heimtrainer Volker Blumenschein. Ich bitte kurz um Ruhe, Michel, und dann kurz dein Statement zum heutigen Spiel. Schönen guten Abend von mir, herzlichen Glückwunsch an Krockheim. Ja, 37-32, ich denke, wenn man 32 Tore schießt in Horkheim, kann man eigentlich zufrieden sein. Aber wir hatten im Hinspiel und im Rückspiel, und wir werden es auch nächste Saison wieder haben, immer dieses Problem mit der zweiten Welle. Die wir gefühlt nicht verteidigt kriegen, kriegen wir zu viele leichte Gegentore. Und das war so für mich der Knackpunkt vor dem Spiel, dass wir versuchen, das zu schaffen, zu stoppen. Haben wir dann phasenweise gut hingekriegt, sind hinten raus ein bisschen zusammengefallen. Ja, ich denke, man kann sich jetzt nicht beschweren über die 32 Tore vorne, haben auch viele, viele Freie liegen lassen, können das sogar noch mehr werfen. Aber in der Summe kann ich eigentlich auch von dem Spiel ablenken und meiner Mannschaft dann nur für die geniale Hinrunde gratulieren. Das war so nicht zu erwarten. Und darauf bauen wir dann auf im neuen Jahr. Vielen Dank für die Worte. Volker, du zu meiner Rechten, zum ersten Mal herzlichen Glückwunsch zum zweiten Heimsieg in Folge gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Wir werden jetzt die knappe Niederlage von Obenweiler kurz ausblenden und ein Statement zu unserem heutigen Sieg. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank erstmal fürs Kommen und auch danke an Michel. Fand ich, auch wenn ein paar Fehler drin waren, ein tolles Handballspiel von beiden Mannschaften technisch. Wirklich auf ganz hohem Niveau. Die Kreuzungen, die da spielen, da werden wir irgendwann noch einen Kompass brauchen, um da mal die Spieler zu finden. So schnell wie die da vorne durchkreuzen, wirklich toll gemacht. Und man kann tatsächlich den Rhein-Neckar Löwen mit der Jugendmannschaft nur gratulieren, was die in der Vorrunde gezeigt haben. Ist auch eine tolle Arbeit vom Trainerteam auf jeden Fall. Wir hatten uns heute vorgenommen, für den Hardy 2 Punkte hier zu holen. Der hat jetzt 25 Jahre alles zusammengeflickt, was kaputt war. Hat immer wieder geholfen, die Spieler auf Vordermann zu bringen. Dem haben wir unheimlich viel zu verdanken. Und deswegen auch mal nochmal ein großer Applaus für den Hardy. Ich denke, meine Mannschaft hat heute gezeigt, dass selbst dieses unglückliche Tor letzte Woche in Oppenweiler uns keinen Knacks gegeben hat. Wir haben jetzt ein paar Spiele wirklich ganz unglücklich verloren, haben eigentlich, wenn wir es mal hochrechnen, 6 Punkte zu viel abgegeben, wo wir hinterher dachten, Mensch, in St. Louis, 4 schon mit 5, in Oppenweiler letzte Woche führen wir mit 4 und haben da jeweils dann was unentschieden oder das Ding daheim gegen Kordestheim. Ich glaube, das haben wir auch noch alle in Erinnerung, wo wir eigentlich heimbringen müssen. Also insgesamt, wenn das einer vor der Runde gesagt hätte, mit dem kleinen Umbruch, den wir auch hatten, wir haben ja nur junge Spieler verpflichtet oder Spieler von unten bis auf den Aqua. Wenn dann einer gesagt hätte, die Jungs machen 22-12 an Weihnachten, wäre ich hoch zufrieden gewesen. Auch heute wieder hat man gesehen, phasenweise richtig geiler Handball heute gespielt. Und das war ein Spiel mit offenem Scheunentor. Deswegen, ich bin einfach froh, dass wir heute gewonnen haben, die Zuschauer nochmal zu Weihnachten 2 Punkte unter den Weihnachtsbaum legen konnten und fertig. Volker, vielen Dank. Michael, an dich noch eine Frage. Wir gehen jetzt in die Winterpause. Bist du mit dem jetzigen Saisonverlauf an der Stelle zufrieden? Und was habt ihr euch fürs kommende Jahr vorgenommen? Wann startet ihr wieder ins Training und ins neue Jahr? Ja, ich bin definitiv sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Unsere Ausgangslage ist einfach jedes Jahr gleich. Wir haben immer erstmal die Saison ziemlich abzusteigen. Da lacht dann jeder, aber wir kriegen einfach jedes Jahr 5, 6 neue junge Spieler dazu aus der A-Jugend. Und wir können nicht mehr erreichen, wir können nicht hoch, wir können nicht in die DHB-Pokal, wir können nur absteigen. Also ist das erstmal unser Ziel. Dann haben wir uns vor 4, 5 Wochen zusammengesetzt, haben überlegt, was wollen wir jetzt erreichen. Dann war klar, dieses Spiel hier in Horkheim, da wollen wir ein richtig schönes Spiel von 2 Top-Mannschaften abliefern, wo wir auch oben in der Tabelle sind, das haben wir geschafft. Jetzt heute sind wir dann leider ja, ein bisschen gescheiter da, das Ding zu holen. Und gehen jetzt in die Winterpause, wo wir wirklich zufrieden sind.
Starten dann am 8. Januar, glaube ich, ist es wieder in die Rückrunde, spielen Turnier. Am Wochenende spielen die Woche drauf nochmal ein Trainingsspiel. Und haben dann knapp 2 Wochen, uns auf die Rückrunde vorzubereiten. Die Jungs haben jetzt von unserem Athletiktrainer einen Laufplan gekriegt, Kraftplan. Ich glaube, es sind 14, 15 Einheiten bis Januar. Und das ist schön, die wollen das, oder die müssen das wollen. Ja, das ist, können sie an Weihnachten mehr essen und dann sind sie für den neuen Jahr zurück. Okay, vielen Dank für die Info. Ja, Volker, wir gehen jetzt auch natürlich mit einem sehr guten Gefühl in die Winterpause. Laut unserem Hallenheft treffen wir uns wieder zum ersten Heimspiel am 13. Januar an einem Sonntag. Das ist für uns ein bisschen ungewohnt wegen Fürstenfeldbruck. Wann triffst du dich mit einer Mannschaft im neuen Jahr und wie gehen dir die kommenden Tage an? Ich werde mir erstmal von Michel den Plan da besorgen, damit ich den noch verteilen kann, finde ich eigentlich eine ganz hübsche Idee. Bei uns ist tatsächlich so, dass wir schon am 13. wieder spielen. Wir haben von August bis jetzt quasi keine Pause gehabt. Wir sind auch im Kopf ziemlich angeschlagen. Wir haben immer durchtrainiert. Wir haben da 2 Trainingseinheiten mal ausfallen lassen. Ansonsten waren die Jungs immer da. Die brauchen jetzt einfach mal eine Pause, um sich auch zu regenerieren. Man hat jetzt auch gesehen, sind jetzt immer wieder Spieler ausgefallen, der eine muskulär, der nächste umgeknickt. Und jeder braucht jetzt so ein bisschen eine kleine Pause, werden sie auch kriegen. Wir haben das erste Training am 3. Werden dann in der Woche 3. Sonntag, 5. trainieren, spielen dann ein kleines Turnier in Weinsberg, um wieder ein bisschen reinzukommen. Die Woche drauf dann ganz normales Training, weil dann spielen wir ja schon wieder. Insofern denke ich, kommt die Pause jetzt sehr, sehr geschickt. Und ich möchte jetzt noch die Gelegenheit nutzen, mich bei allen zu bedanken für die tolle Unterstützung in der Vorrunde. Ich wünsche euch alle schöne Weihnachten, bleibt gesund, einen guten Rutsch ins neue Jahr und kommt gesund wieder. Also, vielen Dank. Bevor wir dann unsere Gäste natürlich auf einen guten Nachhauseweg entsenden möchten, wollen wir Ihnen die heutigen Spielergebnisse bzw. die gestrigen und heutigen Spielergebnisse nicht schuldig bleiben. Gestern spielten bereits Saarpfalz gegen Danzenberg 20-25, Baden-Baden gegen Pforzheim 26-30 und heute Abend spielten noch Fürstenfeldbruck gegen St. Louis 36-24, Rastloch gegen Oppenweiler-Backenang 35-24, Pullingen gegen Wildstedt 27-20 und unser Ergebnis mit 37-32 gegen die Rhein-Neckar-Löwen. An der Stelle, bevor wir jetzt gleich noch unsere Preisverleihung machen für den heutigen Spieltipp, nochmals vielen Dank an euch. Kommt gut nach Hause, einen guten Nachhauseweg für euch im 2019, einen guten Saisonverlauf. Uns allen im Foyer schöne Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann am Sonntag, den 13. Januar, pünktlich zum Spiel 17 Uhr im Fürstenfeldbruck hier wieder. Jetzt kommen wir zur Preisverleihung.